Okay. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ich habe hier gerade einen Bären entdeckt. Ich vermute, dass das dieser legendäre Eisbär ist, der beim Jäger angegeben worden ist. Und ich werde mal versuchen, ja, ob ich ihn irgendwie erledigt bekomme. Oh, ich kann dieses Ungeheuer nicht leben lassen. Stärke 310. Wollt ihr mich verarschen? Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Nicht euer Ernst, Leute. Hallo, ich sehe dich nicht. Ich sehe mich nicht, meine ich. Nein, wieso hat er mich da hinten getroffen? Hallo? Wieso trifft er mich, wenn ich hinter dem stehe? Was soll das? Komm schon. Aus dem Pelz. Yes. Oh. Leck mich fett. Ganz ehrlich. Sorry, Leute. Davon muss ich mal eben ein Bild machen. Oh, ist das krass. Der ist aber schon ganz schön groß, muss man ja ganz ehrlich sagen. Oh,
Ich habe gedacht, das werde ich nie schaffen. Level 310, wollt ihr mich denn wirklich verarschen? Aber ich habe es geschafft. Oh, ja, ich hätte hier auch noch so einiges einsammeln können, wie ich gerade sehe. Was eigentlich überall ist, was ich aber jetzt so überhaupt nicht benutzt habe, beziehungsweise gar nicht dran gedacht habe. Wenn irgendwelche legendären Tiere hier sind, habe ich jetzt schon öfter festgestellt, oder jetzt größere Bosse oder so, dass hier drumherum viel zum Heilen ist. Aber nee, Pfeile sehe ich nirgendwo mehr. Oh, doch hier. Die nehmen wir auch direkt nochmal mit. Oh, ist das geil. Leute, ich muss dazu sagen, ich hab's geschafft, obwohl ich gerade mal, in Anführungszeichen, Level 127 bin. Und das sollen 310er Level, Boss-Level, wie auch immer, gewesen sein. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Ich bin einfach nur total happy, dass ich das geschafft habe. Oh mein Gott. Ja, ich habe mir nämlich sagen lassen, muss ich dazu sagen, dass der irgendwo hier oben ist, aber ich wusste nicht, welches Level der hat. Ich habe schon ein bisschen Panik gehabt, weil wenn man hier oben auf die Karte geht, wir sind hier in Norwegen übrigens, damit ihr wisst, wo es den gibt, hier oben unter Jordafikelki, keine Ahnung, hier auf dieser Eisscholle, da ist er gewesen. Und das Problem ist, dass hier überall im Gebiet Stärke 280 angesagt worden ist. Wobei jetzt bei ihm ja stand, dass er eine Stärke von 310 oder 370, glaube ich, hatte. Und ich deswegen gerade doppelt stolz auf mich bin. Ja, ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Ich wollte jetzt auf jeden Fall mit der Hauptquest weitermachen. Das heißt, ich werde jetzt wieder zurückreisen, wenn man sich das mal hier auf der Karte anschaut, zurück nach Englerland. Und da sehen wir uns dann gleich wieder mit der Hauptquest. So, eins habe ich natürlich vergessen, bevor wir mit der Hauptquest weitermachen können, sollten wir natürlich noch mal eben einen kurzen Besuch hier beim Jäger machen. Was? Beeindruckend! Das habe ich noch nie gesehen! Er streicht dann nämlich das nächste Tier durch und wir haben den Entwurf ausgehöhlter Steine erhalten. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald dann. Können wir mit ihr eigentlich auch noch sprechen? Petra. Eivor, wie geht es dir? ja, wir machen es einfach mal. Ich hatte gehofft, wir verbringen etwas Zeit miteinander. Das würde mir gefallen. Ich wollte gerade meine Bogenkünste verfeinern. Schließ dich mir gern an. Etwas Übung täte mir gut. Geh nur vor. Okay, eigentlich wollte ich nur kurz mit ihr sprechen, aber gut. Was bringt denn mehr Punkte? Vergiss nicht, nur ein Pfeil pro Ziel. Bereit? Los! Oh, wie gehen denn hier die Pfeile? Das ist rot, aber es trifft nicht. Genau in die Mitte. Ja, nimm das. Siehst du das, Petra? Siehst du das, Petra? Volltreffer. Versuch das zu überbieten. Treffe ich jetzt hier jedes Mal? Oder was ist los? Das darf ich nicht mehr, das darf ich nicht mehr. Wo darf ich denn überhaupt noch? Hallo, das ist unfair, wenn ich nicht weiß, was ich darf. Wäre das ein Hirsch, gäbe es heute Abend ein Festmahl.
Ja toll, den darf man nicht treffen, oder was? Nein, bleib doch mal stehen. Nein, bleib doch mal was länger stehen. Ja, wie lange muss ich das überhaupt machen? Ich kann hier nichts mehr anvisieren. Ich sehe hier überhaupt nichts mehr. Tja, also die darf ich alle nicht mehr machen. Neue Ziele sehe ich jetzt hier keine. Moment, da hinten, das hatte ich noch nicht. Oder anscheinend doch. Ist das jetzt irgendwie verbuggt oder warum hört das jetzt nicht auf? Ich würde hier gerne aufhören. Mann, der Fuchs ist das Einzige, wo ich jetzt noch drauf schießen kann. Das ist doch scheiße. Ich habe die anscheinend alle getroffen, aber sie hat nichts gesagt, teilweise. Vielleicht kann ich dich ja treffen. Ja, wie gesagt, also ich sehe jetzt hier nichts mehr, wo ich jetzt überhaupt drauf treffen kann. Ich sehe auch nicht, wo man eventuell Punkte bekommt oder so. Also ich vermute, dass das jetzt irgendwie verbuggt ist, keine Ahnung. Kann man hier auch rausgehen? Hallo? Ich hätte vielleicht die 10-Punkte-Variante wählen sollen. Na toll. Euer Ernst? Ich kann aber keine Punkte mehr machen. Leute. Ich habe hier schon alle Ziele durch. Also wir sind anscheinend beide zu schlecht, dass sie jetzt auch nicht mehr schießt. Würde ich sagen, ist das jetzt dumm gelaufen und anscheinend muss ich den Spielstand nochmal wiederholen. Oh, Moment. Sind die zu weit weg? Ja, toll. Ja, sie steht auch nur dumm rum. Ich habe keine Ziele mehr. Die werden alle nicht mehr rot. Lustiges Spiel. Dann werde ich wohl mal leider meinen Spielstand nochmal laden müssen, weil ich weiß nicht, ob es jetzt Absicht ist, dass man hier mehr, also länger drin bleibt, als dass man überhaupt Ziele hat. Ich denke mal, dass das jetzt daran liegt, dass wir uns gegenseitig die Ziele weggenommen haben und beide einfach zu schlecht waren, um die 25 Punkte zu erhalten und dass das ja somit verbuggt ist, dass es wahrscheinlich keinen Sieger gibt, wenn man die 25 nicht hat, aber man halt eben auch keine anderen Ziele mehr zum Treffen hat. Ja, ich lade mal eben meinen Spielstand und dann sehen wir uns gleich wieder. Vergiss nicht, nur ein Pfeil pro Ziel. Bereit? Los! So, dann machen wir das Ganze jetzt nochmal von vorne. Oh. Das war jetzt nicht gut. Siehst du das, Petra? Siehst du das, Petra? Genau in die Mitte. So, schauen wir noch mal eben rein, damit wir dann auch mitkriegen, wie viel wir entsprechend haben. Also 9 habe ich getroffen. Okay, hat sie auch gezählt.
Ich habe das jetzt eben so gemacht, dass wir nur 15 haben müssen und keine 25 mehr. Ich glaube, der Sieg geht an mich. Schönes Spiel. Okay. Das war lustig. Nächstes Mal mit Brandpfeilen oder mit verbundenen Augen? Ich bleibe lieber bei gewöhnlichen Pfeilen. Da kann weniger schief gehen. Wie du meinst. Ich freue mich darauf. Okay, dann haben wir ja quasi einen Beweis geliefert, dass das deswegen verbuggt war, weil wir uns gegenseitig die Ziele weggenommen haben. So, und jetzt sind wir in Lunden, wobei hier in der Ecke wohl ein Misstrauensgebiet ist, was ich natürlich nicht so gut finde. Geht die jetzt mal da runter? Eivor, willkommen auf dem Westmarkt. An einem Platz wie diesem könnte ein Mann des Gesetzes die Leute nervös machen. Warum tarnst du dich nicht? Mein Gesicht verstecken? Niemals. Es ist gut, wenn die Menschen einen Mann des Gesetzes auf der Jagd sehen. Ihr habt herausgefunden, wer der Blutegel ist? Eine heilige Heilerin. Man nannte sie Friedeswitt. Sie hatte eine Vorliebe für Augen. Wenn dieser Orden sogar Lundens beliebtester Heilige verderben kann, welche Hoffnung bleibt uns noch? Gibt's etwas Neues über den Pfeil und seine Rekruten? Gerüchte. Ein Mann gibt den Leuten hier irgendwo eine Münze. Und diese Münze gewährt Zutritt zu einem Wettstreit der Männer des Pfeils. Welcher Mann? Hier sind zu viele. Er bewegt sich unauffällig. Ich habe ihn heute noch nicht gesehen. Ich sehe mich um. Bleib du hier. Eivor, welchen Eindruck hattest du von Erke? Ja, ich bin mir auch nicht sicher. Verdächtigst du ihn etwa? Ich weiß nicht. Der Mörder muss ein guter Freund von Trück gewesen sein. Und es war Erke, der die Leiche fand. Ich kenne Erke gut. Zu denken, dass er so etwas Übles tun könnte, bringt mich um, aber... Dann lass es. Suche Beweise, bevor du deinen Freund verurteilst. Ach, vergib mir. Meine Gedanken kommen nicht mehr zur Ruhe. Ich bin schon so lange Greve und kämpfe für Gottes Gerechtigkeit. Dafür habe ich mich aller weltlichen Belange entledigt, aber... Aber nicht Erke und seiner Freundschaft. Nein. Nein, ich weiß nicht, ob ich das könnte. Reden tut gut. Es erleichtert die Seele, befreit den Verstand und nimmt die Last von deiner Brust. Ja, in der Tat. Danke fürs Zuhören. Ich sollte bald eine dieser Münzen haben. Bist du dann in der Nähe? Ich gehe die Straße runter zur Paulskirche. Viel Erfolg, Eivor. Okay. In 30 Metern ist der, aber... Komm her, ich hab das gute Zeug. Ja. Und jetzt sind wir Freunde. Genau, jetzt sind wir Freunde. Hier gibt's doch keine Fässer. Das schafft eure Wahrheit. Denkst du, ich will ein Nicht? Ja, hör, ich hab Piss, ich. Warte, komm zurück. Wieso ging das jetzt nicht? Okay, also entweder am Baum oder bei den Typen da hinten müsste ich was machen. Ja, geh doch mal weiter, Junge. Kommt die mal raus? Hallo? Oh. Freibier, hier entlang. Weißt du, wo das Wasser des Glücks fließt? Kein Bier da, nicht ein Tropfen. Was? Lügner, Betrüger, allesamt. Es gibt kein Met, nicht wahr? Alles leer getrunken. Na komm, nimm jetzt die Pfeile. Ja, da hinten ist einer, mit dem ich reden kann. Die Frage ist, kann ich mit dem hier vorne auch reden? Wurde mir doch auch einer grün angezeigt. Du hast eine Münze? Zeig her. Ist sie das? Da
eine Zeit. Ich bin weg. Oh, du Arsch! Geh raus! Geh raus! Nicht das neue Leder! Mann! Ich dachte, damit kann man das auch, wenn man, Ach, jetzt geh doch mal da hoch, Mann! Ist das so schwer? Geh doch mal dieses Scheißdach hoch! Jetzt auf einmal kann sie es, oder was? Aber war nichts mehr mit Betäubungsschlag. Okay. Da unten ist noch ein Typ, dem könnte ich die stehlen. Ja, ich hätte wahrscheinlich ein Attentat begehen sollen, dann hätte ich die Münze jetzt schon, aber... Der steht da auch mit dem Bogen. Wieso geht der jetzt mit dem Bogen auf mich los? Der ist doch grün angezeigt. So, haben wir jetzt hier noch irgendwo Aufseher? Sieht nicht so aus. Bitte. Auf dieser Münze ist ein Bild vom Amphitheater in London. Vom Amphitheater in London, okay. Wir müssen zur Pauluskirche. Wir sind jetzt aus dem Gebiet raus, ne? Aus dem Misstrauensgebiet. Okay, ja. Hat nicht ganz so funktioniert, wie es eigentlich sollte, aber na gut. Nein! Ach, du sollst dich doch normal darunter lassen und nicht darunter springen, du Idiotin. So, ich sollte keine Aufmerksamkeit erregen. Wie kommen wir denn jetzt hier zur Pauluskirche? Ich muss hier jetzt erstmal. Moment. Breite deine Flügel aus. Ach, das ist dieses Gebiet. Verstehe. Pauluskirche ist da hinten. Kann ich da nicht direkt hinprotten? Das war doch, meine ich, mittendrin, oder? Meine ich doch. Es geht doch viel schneller, als wenn ich jetzt da rumirre. So. Er ist jetzt, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, da drin. Kann ich aber nicht runterspringen, glaube ich. Obwohl, konnte ich nicht hier runterspringen? Ja, meine ich doch. Das würde das Ganze nämlich vereinfachen. Ah, mit dir kann ich reden. Leda sagt, man kann dir vertrauen. Ich habe hier Arbeit für dich. Ja, du willst mich genauso verarschen wie Leda selber. Okay, also. Weil zu Hause konnte ich mit Leda nicht sprechen und die hat auch keine Arbeit für mich. Das ist doch nur Sauerei. Sie lungern ständig beim Haus meiner Mutter rum. Ausländer. Meinen, sie könnten da die Luft verpesten? Hallo? Was ist dein Begehr? Schießen oder zusehen? Ihr sucht nach guten Schützen. Jetzt habt ihr einen gefunden. Der Wettstreit ist privat. Nur mit Einladung. Eure Männer verteilen diese Münzen, als würden sie brennen. Ist das genug? Genug, um mit dir zu reden. Doch ich will sehen, wie gut du mit diesem Bogen umgehen kannst, bevor ich dich durchlasse. Willst du deine Treffsicherheit auf die Probe stellen? Das hab ich schon. Ich habe genug geprobt. Fangen wir an. Eine wahre Fanatikerin. Mach dich bereit. Das ist, oh Gott, ein einfacher Wettstreit. Trefft alle Ziele, bevor der Sand verronnen ist. Eine neue Herausforderin. Ein Nordlicht aus der Wildnis von Mercia. Und ein tüchtiger Einheimischer namens Sir.
Nun gut. Oh, Leute. Meine Konzentration sinkt. Jetzt startet hier endlich. Bei Odins Bart hat man dafür Töne? Unglaublich! Der muss irgendwie pfuschen. Das war ein redlicher Schuss. Mach weiter! Evo ist auf der Siegerstraße! Es waren doch alle, oder? Tödliche Genauigkeit. Sowas habe ich lange nicht gesehen. Haha, gut gezielt. Boah. Du hast dir einen Platz an der Seite des Pfeils verdient. Er wird sich freuen, dich kennenzulernen. Begib dich zum Kaiserbogen und sprich mit unserem Mann, Hussa. Sage zu ihm, möge der Vater des Verstehens uns leiten. Und er weiß, dass du es bist. Der Pfeil hält eine Rede am Kaiserbogen. Mach dich auf den Weg. Ja, aber ich würde gerne noch mal eben neue Pfeile mitnehmen. Gibt's hier auch noch was anderes? Hier. Okay, Kaiserbogen. Kommen wir denn da jetzt am schnellsten und effektivsten hin? Dass da immer das andere angezeigt wird, das ist ja schlimm. Aber da ist er. Hi. Bist du Hussa? Ja, wer will das wissen? Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Und möge die Mutter der Weisheit uns Kraft geben. Du sollst genau dastehen. Versuch gut auszusehen, wenn der Pfeil kommt. Und steh still. Freunde, Brüder, gutes Volk von Lunden. Wir gehen durch wahrlich schwere Zeiten. Feige Mörder haben sich in das Heim des Statthalters geschlichen und ihn seines Lebens beraubt. Zurück, mein Freund, mein Anführer, abgeschlachtet wie ein Hund. Dein Schicksal ruft. Aber ob der das wirklich war? Es ist wahrlich nicht leicht, die Ratten einer Stadt zu Kriegern zu erziehen. Ziehen! Du hast niemanden erzogen. Du hast sie in ihrer Furcht gefangen gehalten. Spannen! Erste Welle, Feuer! Nein, ich gab diesen Männern Ordnung. Ich gab ihnen Ziele. Ich zeigte ihnen ihren gemeinsamen Feind. Ausrichten! Zweite Welle, Feuer! Pfeil für ihren Zorn. Wenn wir keinen Feind verschlingen können, fressen wir uns selbst. Er sagt die Wahrheit. Ein Mann ohne einen Feind bekämpft nur sich selbst. Rechtfertige dich ruhig, aber du bist nur ein Königsmörder und ein Feigling. Ein mächtig hohes Ross. Du hättest doch dasselbe getan. Zielen und Feuer! Ja, das habe ich heute schon mal des Öfteren gehört. Oh, was war das denn? Beschäftigt die ist ja Ratte. Geil. Nein, du sollst stampfen! Mann! Jetzt geh schon zu Odin!
Da war ich gerade. Hätte mich rausgeworfen. So, wo müssen wir hin? Dahin. Stove, kannst du dich nicht etwas näher befinden? Ich hab nicht mehr so viel Zeit. Da ist er ja. Du bist unverletzt. Gott sei Dank. Da bedarf es schon mehr als nur ein paar Knaben mit frisch polierten Bögen. Der Pfeil war ein Knabe? Ein Mann mit dem Verstand eines Knaben. Avgos. Avgos? Das kann nicht sein. Ich könnte dir noch seinen Kopf auf einem Speer holen, wenn du ihn sehen möchtest. Nein. Warum solltest du lügen? Aber Avgos, mein alter Freund, hatte keinen Grund zu töten. Lunden war für ihn ein Tiegel des Zorns. Seine verweichlichten jungen Männer abzuhärten. Vielleicht habe ich die Seite von ihm ignoriert, die ich nicht sehen wollte. Ehrgeiz, Gier und Wut. Dieser Hass ist bei einem Mann leicht zu erkennen. Doch der von vielen ist Dunst, der den Raum erfüllt. Macht. Menschen streben danach und krallen sich daran fest, koste es, was es wolle. Wohl wahr. Der kalte Trost, wenn der Ruhm nach dem Blut der eigenen Familie schmeckt. Zwei Ziele erledigt. Nun bleibt nur noch der Kompass. Wären das meine Männer, dann wäre ich jetzt auf dem Weg nach Lunden. Der Kompass wird kommen. Wir müssen bereit sein. Und mit dem Schlimmsten rechnen. Ich will mich nicht von ihm überrumpeln lassen. Können wir ihm zuvorkommen? Vielleicht gibt es einen Weg. Treffen wir uns in der Kirche, wenn du dich ausgeruht hast, Droger. Gute Schwester wurde ermordet. Wo waren deine Wachen? Hörst du mich, Erke? Ihr Blut klebt an deinen Händen. Ja, wenn dem denn so wäre, aber ihr Blut klebt an meinen Händen und an ihrem sehr viel. Ja, wenn der mal die Klappe halten würde, dann könnte ich sagen, dass ich mich jetzt kurz und schmerzlos für heute verabschiede, weil die Folge heute doch sehr lang geworden ist. Und dass wir den Rest dann in der nächsten Folge machen. Bis dann. Ciao.